Hey, das war's raus und willkommen zum letzten High Round Tutorial in Dire Rise. Und das ist die Dachebene. Und als Waffe würde ich hier die MP5 auch noch so als ja, Trittwaffe wie immer empfehlen. Die restlichen sind vollkommen euch überlassen. Ich nehme wie immer die AK und die Slug of Fire. Und ja, das ist wohl eigentlich das schwierigste Spot, aber auch wenn man erfahren ist als ja, Rundenrenner im Zombie-Modus, kann man das auch locker hier noch schaffen. Es ist eigentlich noch gut machbar. Mal kurz gucken, wie ich das Ding hier hinstelle. Es könnte eigentlich, ich weiß nicht, ich habe es vorher selber nie probiert, aber ich denke mal, es kann gut helfen. Also es ist ein schwieriger Spot hier. Ich laufe immer hier vorne, vor allem da hinten die Zombies, die könnten einen fatal vorkommen. Ich denke mal, mir wird doch was Schlimmes jetzt passieren hier. Ich sag's einfach mal voraus. Also es ist ein enger Spot hier, man muss schon bisschen Skill und auch Luck haben und das Auge für die Lücke, sonst kommt man hier nicht wirklich zurecht. Also Solo würde ich es nicht empfehlen. Koop ist die Strecke hier, da ja, Strecke nicht wirklich. Der Spot, ja, Koop, ich würde ihn eigentlich als Mittel dann einstufen. Also Solo finde ich ihn schwierig, da einfach ja sehr viele Spawns kommen und ja, man kann hier von oben kommen, von da unten kommen die, von dem Fenster, von der Tür, von da hinten. Und also ich finde es schon schwierig und vor allem man sieht wie eng das ist, wie ich da gerade so vorbeikomme an den Zombies, wenn ich hier lang laufe. Deswegen, und vielleicht wenn ihr auch, wenn ihr das Solo macht und ihr wollt unbedingt an dieser Position rennen, dann killt am besten nicht so viele, dann killt einfach nur ein paar, lasst den Rest erstmal wieder spawnen, holt erstmal wieder alle Zombies hinter euch und dann dürft auch alles wieder gut gehen. Zur Not kann man auch hier so eine Runde rennen. Nicht, dass mir das jetzt alles versaut. Ja, es hat mir schon fast alles versaut. Das war wieder richtig knapp. Also wirklich nur, wenn es allerletzte Not das machen müsst. Ihr könnt auch hier hinten lang rennen, falls ihr wie ich gerade jetzt nicht da lang rennen könnt. Müsst aber aufpassen, dass ihr schnell macht, sonst kommen alle zu euch entgegen und dann seid ihr richtig gefickt. Ja. Die Trumpet-Steam habe ich mir mal hier hingestellt. Mal gucken, ob es klappt. Ja, kann aber auch fatal enden, wie bei mir gerade. Fast. Entweder man launcht direkt in die Zombie-Masse rein oder alle machen Stage-Diving bei euch und hitten euch an. Ja. Und deswegen, also die Position würde ich nicht so wirklich empfehlen. Was haben wir denn hier? Nehmen wir die mal. Weg von mir. Ich hasse die Nukes. Die Zeit-WAW konnten sie die nicht ordentlich programmieren. Einfach nur, dass jeder Zombie sofort stirbt, aber nein. Ich glaube, der erste, der gespawnt ist, stirbt als erstes und so weiter und so fort. So, Pro. Ja, was kann man hier als Pro sagen? Es gibt höchstens eine Waffe, also die MP5 in der Nähe. Ich weiß nicht, ob wir das als Pro ansehen sollen. Also Ammo-Probleme kann man hier nicht wirklich haben, finde ich. Erst so ab den ganz, ganz hohen Runden. Contra, ja, es ist eng. Na gut, Pro könnte ich sagen, man ist ja bei Juggernaut in der Nähe. Falls man nochmal verreckt, kann man sich schnell Juggernaut wiederholen. Aber naja, es ist nur eine Möglichkeit hier. Ich wollte es euch nur zeigen. Solo, wie gesagt, würde ich es nicht empfehlen. Eher dann im Koop. Und ja, das war es eigentlich auch schon von dieser Dachebene hier. Ja, dazu kann ich nicht sagen. Ausweichrunden kann man eigentlich nur hier hinten lang machen. Wenn man hier durchgeht, ist die Gefahr viel zu groß, dass Zombies entgegenkommen und euch dann trappen. Deswegen würde ich die auf jeden Fall nicht empfehlen. Und ja, andere Ausweichrunden gibt es ja eigentlich einfach nicht, außer die Trampelsteam. Wo ist die denn? Ach, die habe ich aufgenommen. Okay. Weiß ich gar nicht mehr. Ah, Alzheimer. Ja, soweit zu dieser Dachebene hier. Das war auch der letzte Spot bei ja, Dire Rise. Und wie gesagt, wenn die nächste Zombie-Map kommt, dann versuche ich die High Round Tutorials. Ich versuche es nicht, ich mache es. Ich mache es, dass die High Round Tutorials von mir release-nah kommen. Also sagen wir, es kommt am 25.04. raus, dann versuche ich so in den nächsten 7 Tagen schon die High Rounds Tutorials herauszubringen für euch Leute. Wobei eigentlich Ende April ein schlechter Zeitpunkt für mich ist, aber egal. Ja, das war's auch schon für die Dachebene und man sieht sich wie immer im nächsten Video.